In 8 Monaten sind wir von Mexiko einmal quer durch Zentralamerika bis nach Panama gefahren. Dort haben wir unseren Camper auf ein Schiff verladen. Während das Auto auf dem Seeweg weiter nach Kolumbien reist, verlassen wir Panama per Flugzeug. Ein neuer Kontinent wartet auf uns und wir werden in den nächsten 11 Monaten mit unserem Camper Südamerika entdecken. Ja, unser erster Morgen auf der Finca von Joop und Juul. Herrlich geschlafen, es war wunderbar ruhig. Die ganze Finca ist wirklich wunderschön. Die beiden kommen aus Holland, leben hier seit, ich glaube, jetzt 11 Jahren oder 10 Jahren ungefähr. Und haben hier dieses Grundstück gekauft, war eine alte Tabaksfarm und haben das wirklich umgezaubert in ein Paradies. Ja, sie ist auch Architektin, das sieht man. Schon alleine die Duschen und die Toiletten draußen, da sitzt man gerne mal ein bisschen länger auf dem Klo. Ja, wir haben hier eine tolle Aussicht über die Berge und ich denke, wir werden dann auch bald mal losgehen und ein bisschen wandern. Hier ins Dorf Barichara und dann auf dem, ein Stück auf dem Camino Real. Nach unserem Gleitschirmabenteuer im Chicamocha Canyon waren wir ca. 100 Kilometer weiter nach Süden gefahren. Barichara liegt auf 1300 Metern Höhe in den Bergen der Provinz Santander. Camping Guaymaro von Joop und Julia ist eine der Campingoasen, wo man als Overlander mal wieder westlichen Standard und Sauberkeit genießen kann und wo man viele andere interessante Reisende trifft. Mooi, campground daar. Wat een omgeving hier, super mooi. Ja, Barichara dus, ja, een toeristisch dorpje met een goede reden, want het is een van de meest of best bewaard gebleven koloniale dorpjes hier in Colombia. En de route daar naartoe is super mooi. Moeten we een beetje oppassen voor de slangen, want gisteren bij aankomst op de campsite die hier op de achtergrond te zien is, ja, werden we verwelkomd door een coral snake, of in ieder geval een coral snake wannabe. Ja, mooie kleuren. Niet giftig, niet gevaarlijk. Maar we worden niet graag gebeten door slangen. Dus genieten van de natuur, maar oppassen. So, heute Morgen sind wir also von unserem Campingplatz bis in das Dorf Barichara gelaufen.
Barichara wurde 1977 zum historischen Erbe oder Kulturerbe erklärt. Ist wirklich ein wunderschönes Dorf, eines der schönsten, denke ich, was wir bisher auf unserer Reise gesehen haben. Wunderschön weiß gemalte Adobehäuser oder Häuser, die aus Erde und Lehm gebaut wurden. Viele schöne Gassen, Boutiquen, Cafés, Galerien. Also hier wohnen sehr, sehr viele Künstler, auch viele Ausländer haben sich hier niedergelassen, verständlicherweise in dieser Region. Jetzt laufen wir ein Stück auf dem Camino Real. Das ist ein historischer Wanderweg oder Weg, den auch schon die Ureinwohner hier genutzt haben in dieser Bergregion. Der Weg führt jetzt in 5 Kilometern bis in das Dorf nach Guane, wo wir dann wahrscheinlich zum Mittagessen ankommen werden. Und wir freuen uns drauf. Es ist einfach eine traumhaft schöne Gegend hier. Und Eddie ist schon mal losgegangen. Ich muss mich jetzt also ein bisschen beeilen. Auch Guane ist ein kleines Bergdorf mit schmalen Gassen und weißgetünchten Häusern. Hier geht es jedoch viel ruhiger zu als im touristischen Barichara. Im Restaurant Oyala, das von einem belgischen Paar geführt wird, genießen wir ein fantastisches Mittagessen. Wir sind jetzt am Ende doch noch einen Tag länger geblieben auf der schönen Finca von Jupp und Julia. Wir konnten uns einfach gestern nicht mehr losreißen. Und haben noch schön gequatscht mit den anderen Reisenden und ein bisschen nichts gemacht. So, und heute Morgen ging es auch noch langsam voran, aber jetzt am Mittag sind wir endlich wieder unterwegs. Weiter Richtung Süden. Unser nächstes Ziel ist Las Gachas und was das ist, das seht ihr dann später im Video. Nach einem langen Fahrtag stand mal wieder ein Heimkinoabend auf unserem Programm. Ein neuer Tag und wir sind jetzt hier angekommen bei Las Gachas, sind eine Dreiviertelstunde ungefähr gelaufen von unserem Parkplatz hier über die Felder entlang einiger Gehöfte
und hatten die ganze Zeit einen fantastischen Ausblick in die Berge. Las Gachas, das ist, ja, was ist es eigentlich? Ein Fluss, relativ flach über Felsen und ganz, ganz viele kleine Pools. Ja, wir sind jetzt gerade hier angekommen, das geht hier vorne noch ein Stück weiter. Man kann in den Pools auch baden, aber ich glaube, Eddie hat gerade schon festgestellt, dass es recht kühl ist, das Wasser. Mal gucken. Da man auf den glatten Felsen schnell ausrutschen konnte, haben wir beim Erkunden der Pools unsere Socken angelassen. Letztendlich genossen wir das erfrischende Wasser in mehreren Wasserlöchern. Unser nächstes Ziel, abseits der touristischen Pfade, war nur über lange, schmale und steinige Straßen zu erreichen. Sind wir dann nach einer anstrengenden, kurvenreichen, holprigen Fahrt am Ojo de Ere. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen gruselig, weil hier geht's ziemlich weit runter. Ojo de Ere heißt übersetzt Luftloch und soll mit 220 Metern Tiefe das zweitgrößte Loch der Welt sein. Absperrungen oder ein Geländer gibt es hier nicht. Betreten also auf eigene Gefahr. We lopen vandaag een aantal wandelingen samen met onze gids Francesco. Dat is degene waar we ook overnachten voor 2 dagen in zijn achtertuin, zeg maar. Of voortuin eigenlijk. Op dit moment als eerste naar Pozzo Azul. Dat is een waterval. Azul betekent blauw. Dus waarschijnlijk is het water blauw. Gaan we er maar vanuit. Ja, dat is ongelooflijk. Wij lopen op onze dure wandelschoenen. Het gaat steil naar beneden. En het is best wel glad. Door de vele regenbuien van de afgelopen dagen waarschijnlijk. Wij vallen elke keer bijna op ons gat. En Francesco op zijn kaplaarzen. Die heeft er een tempo op. Ongelooflijk. Ik geloof dat we er bijna zijn. Dus we zijn benieuwd. Thank you.
so oft auf unseren Wanderungen begleitete uns ein blauer Morphofalter. Zum ersten Mal bekamen wir diesen wunderschönen, aber scheuen Schmetterling auch vor die Linse. Unsere zweite Wanderung führte uns in die Höhle Cueva de Molino, wo wir mit Francescos Führung und mit Hilfe von Taschenlampen in verschiedene Höhlenräume kletterten. Wir sind der finsteren Höhle entronnen und sehen wieder das Tageslicht. We zijn op weg naar Via de Leva vandaag, een rit van ongeveer 60 kilometer. En we rijden net langs een mooi groente- en fruittentje. Even kijken of we daar lekker kunnen inkopen. Gemüse und Obst gekauft und dieser ganze Berg, den ich fast nicht tragen kann, hat insgesamt 5 Euro gekostet. Also nichts. Villa de Leyva wurde im 16. Jahrhundert von den Spaniern gegründet und ist eine der beliebtesten touristischen Ziele Kolumbiens. Die Stadt liegt auf über 2000 Meter Höhe, wird umrahmt von den kolumbianischen Anden und begeistert mit ihren Kopfsteinpflasterstraßen, den weißen Häusern mit roten Ziegeldächern und zahlreichen Cafés, Restaurants und Geschäften. Die Plaza Mayor ist eine der größten Plätze Lateinamerikas und seit 1945 ist die Altstadt ein nationales Denkmal des Landes. Einer unserer Höhepunkte in Villa de Leyva war der Besuch einer richtigen Bäckerei, in der man echtes Sauerteigbrot kaufen konnte. Gutes Brot ist eines der Dinge, die wir auf dieser Reise am meisten vermissen. Beim Bäcker wie zu Hause. Ich habe jetzt eins gekauft mit Datteln und Haferflocken. Gisteren eigenlijk heel toevallig op dit doodlopende straatje achter mij terechtgekomen, waar we lekker geslapen hebben, heerlijk rustig. Net ja, buiten het kleine centrumpje van Via de Leyva, waar we dus gisteren
waren, Plaza Mayor bezocht en koffie gedronken en lekkere chocolademelk. En ja, we rijden nu verder en we zijn een beetje op weg naar Medellin op dit moment. Gisteren hebben we de route bekeken en schrokken eigenlijk een beetje van de afstand nog naar Medellin toe. Ja, het is nog ongeveer 400 tot 500 kilometer, afhankelijk van welke weg je neemt. Als je ziet hoe de weg verloopt, met heel veel bochten door de bergen heen, ja, dan hebben we daar denk ik minimaal 2 dagen voor nodig. Eigenlijk dachten we dat we daar gewoon in een dagje naartoe konden rijden. Het gaat dus niet lukken. Richting Medellin maken we nog 2 tussenstops. De eerste vandaag bij Ventana de Tisquitzoc. Dat is een uitzichtpunt bij een waterval. En de tweede bij Guatapé. Dat ligt dan al vlak bij Medellin. En dat laten we jullie later zien. Im nächsten Video schlängeln wir uns weiter durch die Berge Kolumbiens. Einen 300 Meter hohen Wasserfall erleben wir hautnah. Erklimmen über 700 Stufen den Felsen von Guatapé und landen dann in Medellin, einst eine der gefährlichsten Städte der Welt, heute jedoch kulturelles Zentrum des Landes. No oceans out there can wash you away. There is no way that you can.